Ich würde sagen, wir sollten heute vielleicht mal an der Einrichtung hier arbeiten. Damit ich auch nicht nur auf dem Sofa schlafen muss. Und wir haben ja irgendwie hier auch noch gar nichts. Papa, die Farbe schon wieder. Ja, der ist blau. Nee, ich will aber rosa. Ja, aber alles hast du in blau. Oh, guten Morgen, Baby Dia. Guten Morgen, Papa Felix. Na, hast du gut geschlafen hier im neuen Haus? Ich habe sehr gut geschlafen. Wie hast du denn geschlafen? Ach ja, ich habe ja noch gar kein eigenes Bett. Ich habe jetzt nur hier auf dem Sofa geschlafen. Das war ein bisschen anstrengend. Deswegen, ich bin auch kein Morgenmensch. Ich bin ein bisschen grummelig. Aber ansonsten geht es mir eigentlich gut. Ich liebe es, ganz früh aufzustehen. Dann hat man mehr vom Tag. Komm, machen wir denn heute Schönes? Also einer unserer beiden Tiere stinkt hier ganz schön. Da müssen wir vielleicht was machen. Aber wer ist es denn? Ist es Mauzi oder ist es Bella? Ich glaube, das ist Bella. Bella. Ja, ich gehe erstmal Bella duschen. Mauzi auch? Dann müssen die ganz schnell in die Dusche. So, aber in die Dusche mit dir, Bella. Schnell. Hopp, hopp. Kann Mauzi direkt dazu? Nee. Die Dusche muss erstmal frei werden. Mauzi stinkt so. Morgen braucht man erstmal eine gute, heiße Dusche. Oh, jetzt habe ich beide in der Hand. Okay. Kannst ja beide gleichzeitig duschen. So, ich würde sagen, wir sollten heute vielleicht mal an der Einrichtung hier arbeiten. Damit ich auch nicht nur auf dem Sofa schlafen muss. Und wir haben ja irgendwie hier auch noch gar nichts. Dann können wir alles pink machen. Yay! Oder blau. Mal schauen. Ich bin für pink. Hier ist ja schon blau. Dein Zimmer ist ja schon pink genug. Und vielleicht gibt es schöne Sachen mit Glitzer. Schauen wir mal. Ich würde sagen, wir gucken erstmal vielleicht, dass wir ein neues Sofa bekommen. Das hier ist ja nicht so schön. Papa, ich muss erstmal duschen. Okay, kümmer du dich doch sonst ein bisschen um die Tiere und ich fange schon mal mit dem Einrichten an. Und um dich natürlich auch. Sofa, was jetzt gibt es denn so für Sofas? Ich bin frisch geduscht. Bella ist am Schlafen. Oh, das kostet ja alles Geld hier. Gibt es denn hier gar nichts umsonst? Na, im Leben ist nichts umsonst, wa? Dann vielleicht das hier. Das ist doch schön. Oh, wow. Das ist ja ein schönes Großsofa. Aber die Farbe gefällt mir überhaupt nicht, Papa. Gibt es da nicht irgendwas in rosa? In rosa? Aber warum denn in rosa? Das Blau ist doch schön. Also, blau ist ja auch okay, aber ich mag lieber rosa. Können wir nicht da noch noch ein rosa Sofa hinstellen für mich? Aber zwei Sofas? Also, das kostet ja auch alles Geld, ne? Das wächst ja nicht auf Bäumen. Ja, du bist doch der Papa. Du hast doch das Geld. Ich darf noch nicht arbeiten. Ich habe kein Geld. Und bei deinem neuen Job in der Pizzeria, da verdienst du doch ganz gut. Ja. Bitte. Ich stelle mal erstmal das Blaue hin. Wenn wir nachher noch Platz haben, gucke ich mal, ob ich noch ein rosanes finde. Nehmen wir erstmal das Blaue. Hm. Okay. Ich würde sagen, wir brauchen noch einen Tisch, damit wir auch irgendwo essen können. Was gibt es denn da? Ein Tisch und Stühle. Ja, Stühle natürlich auch. Das ist ja schon wieder ein Sofa. Und eine Küche. Und ein Fernseher. Oh. Und Spielzeug. Hier, der ist doch schön. Für Familie Blume. Ein Blumentisch. Oh, der gefällt mir wirklich sehr gut. Ich finde es zwar schade, dass es den nicht in... Gibt es den auch vielleicht doch noch in rosa? Ach, nee, den habe ich jetzt nur in blau hier gesehen. Och nö. In rosa wäre der noch viel schöner. Aber der Tisch, der passt wirklich sehr gut zu unserer Familie. Okay. Dann suche ich mal nach Stühlen. Ja, und die kannst du aber in rosa aussuchen. Ja, ich schau mal, ob es da was gibt. Juhu. Oder vielleicht doch ein blauer Stuhl? Ah, hier habe ich. Hier habe ich was. Ist das rosa genug? Das ist immerhin schon wieder eine Blume. Wirklich rosa ist es jetzt auch nicht. Das ist eigentlich rot. Aber mir gefällt das richtig gut, dass es eine Blume ist. Wir brauchen noch so einen Stuhl. Wir sind doch zu zweit. Und außerdem, Mauzi und Bella, die brauchen auch noch irgendwie nochmal einen Schlafplatz oder irgendwie einen Sessel oder irgendwas zum Hinlegen. Ja, das schauen wir gleich auch nochmal. Wie wäre es denn sonst, wenn wir den Blumenstuhl für dich nehmen, weil der, fast rosa ist, auch wenn er rot ist.
Und für mich dann vielleicht diesen Strandstuhl, der ist nämlich blau. Oh, dann haben Papa, wir sind doch hier nicht am Strand, hallo. Oh, na gut, dann nicht. Dann kein blauer Stuhl. Was haben wir denn sonst noch so hier in der Auswahl? Kannst auch mal einen rosa Stuhl nehmen. Ich soll einen rosa Stuhl auch nehmen? Ja, klar. Ich weiß ja nicht. Also ich mag ja lieber blau. Nee, Papa, rosa ist viel, viel schöner. Der? Ja, und Mauzi und Bella finden auch rosa viel schöner. Ich habe schon mit denen geredet. Ah ja. Wow, das ist ja schön. Ach, und wo soll ich denn dann sitzen? Jetzt sind ja beide Stühle für dich. Das gefällt mir richtig gut. Weißt du was, Papa? Du darfst den Stuhl mit der Blume nehmen. Und für mich ist der Stuhl hier mit dem Herz und dem Rosa, das ist perfekt. Yeah! Na gut. Ich bin ja auch Papa Blume. Dann gibt's hier einen Blumenstuhl. Was brauchen wir denn noch? Du wolltest, ja, bevor wir uns jetzt noch um die Tiere noch weiter kümmern, vielleicht erstmal noch das Haus generell weiter ausstatten. Zum Beispiel mit einem Kühlschrank. Das brauchen wir doch auf jeden Fall noch. Und wir brauchen ganz viel Essen und Trinken und... Oh ja. Hier ist auf jeden Fall ein schöner Kühlschrank. Blau. In weiß? Weiß und blau. Och nee, Papa. Du suchst alles in blau aus. Das ist ja total doof. Ach, ich hab dir die Stühle hier hingestellt. Aber... Der Kühlschrank ist aber auch günstig und tatsächlich einen pinken Kühlschrank gibt es nicht. Also, da kann ich diesmal wirklich nichts für. Das ist nicht hier. Den müssen wir jetzt nehmen. Aber dann wenigstens irgendwas Pinkes oder Rosanes noch. Gibt's denn irgendwas, was schön glitzert? Wenigstens das? Glitzer? Ja. Ich gebe das mal als Schlagwort ein. Glitzer. Nee, da habe ich nichts. Wie nennt man das denn eigentlich, was so dann, gibt es eine Waschmaschine, braucht man sowas? Oder eine Spülmaschine? Ja, Papa, gibt es die sowas Wäsche hier wascht wohl? Sich nicht alleine. Du musst auch mal meine... Ja, aber das gehört ja nicht in die Küche. Ja, wir haben halt noch nicht so ein Riesenhaus. Hm. Aber dann, oder dann müssen wir in die Wäscherei, das gibt es ja alles nicht. Oder wie, so. Ich meine, du verdienst ja gutes Geld. Dann können wir auch unsere Wäsche in die Wäscherei bringen. Ja, ich verdiene gerade genug. Was gibt's denn hier? Ich brauche doch etwas, wo man auch irgendwie Essen drauf schneiden kann und vorbereiten kann. Auf jeden Fall in Rosa. Wie nennt man denn sowas? Ja, aber wie nennt man sowas denn überhaupt? Du meinst so ein Schneidebrett? Oder so eine Küchenzeile? Ja, so eine... Guck mal, was ist überhaupt bei Küche, was da so angezeigt wird. Ich suche mal nach Küche. So, wo gibt's hier was aus der Küche? Aber denk dran, wir wollen eine rosane Küche. Ganz bestimmt. Eine Theke. Okay, wir haben die Auswahl zwischen weiß, braun und schwarz. Da darfst du dir etwas aussuchen. Dann hätte ich gern weiß, dass es schön hell ist. Dann muss der Kühlschrank, glaube ich, auf die andere Seite. Wow, das sieht ja richtig schön aus. So. Total modern. Wobei, wenn wir das hier haben und das hier, dann kann man hier, genau, dann nimmt man das hier raus und kann hier schnibbeln und fertig machen. Das ist doch perfekt hier angelegt. Und brauchen wir auch noch ein Herd oder ein... Ein Backofen oder eine Mikrowelle oder... Stimmt, das brauchen wir auch alles noch. Alles brauchen wir noch. Papa, wir brauchen alles. Alles, okay. Ein Backofen. In rosa, bitte. Ich gehe erstmal wieder, ich schaue hier nach... Huch, bin ich hier raus. Möbel. Zurück zur Küchenabteilung, bitte. Ella ist einfach immer noch am Schlafen. Mann, schläft die heute lange. Okay, hier haben wir ein Waschbecken. Das kann ja hier in die Ecke. Papa? Wobei, ein Waschbecken, haben wir das nicht schon im Badezimmer? Papa! Ja? Wo ist eigentlich Mauzi hin? Hat die sich versteckt? Mauzi,
Die ist, glaube ich, gerade mal draußen ein bisschen unterwegs. Die ist eine wilde Katze. Also, nicht ganz wild, die ist natürlich eine Hauskatze. Aber sie darf auch mal draußen alleine erkunden. So, ein Waschbecken habe ich hin. Was hast du denn da schon wieder gekauft? Oh, ein Waschbecken. Yay! Okay, wir haben einen Ofen und eine Mikrowelle. Aber es gibt es alles nicht in Pink. Muss ich dich enttäuschen. Ach, Papa. Ja, das gibt es leider nicht. Das macht mich total traurig. Ja, das gibt es nun mal nicht. Da kann ich ja nichts für. Okay. Das ist leider so. Dann setze ich mich auf meinen pinken Stuhl. Ja, guck, was Pinkes hast du doch. So, Mülleimer gibt's auch nicht in Pink. Eine pinke Sache, wow. Ich finde schon noch was für dich. Ja. Mülleimer haben wir jetzt. Kühlschrank haben wir, Lager, Tische, Bäume. Ein paar schöne Pflanzen. Wie wär's denn damit hier? So ein pinker Baum. Ein pinker Baum, das will ich sehen. Da. Wo steht's denn? Da! Wow! Yeah! Das oder gefällt mir sehr gut. Etwas weiter hier hin als Deko. Oh ja. In der Küche. So sieht das da sehr ist was Pinkes. Schön aus. Da hast du. Dann. Noch was Pinkes. Pink, 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 ja, pink. Ja. Was haben wir denn noch für andere Räume, die wir noch voll machen müssen? Badezimmer, Schlafzimmer. Was brauchen wir hier jetzt noch? Also, wir haben schon eine Couch. Wir haben eine Küche. Wir haben Mikrowelle, Waschbecken. Wir haben ein Herd zum Kochen mit Backofen. Wir haben einen Kühlschrank. Wir haben einen Mülleimer. Das ist sehr gut. Wir haben einen Tisch, wo wir essen können. Vielleicht ein Buchregal, damit wir da unsere Bücher reintun können. Und wir haben immer noch keinen Platz für Bella und für Mauzi. Und die brauchen ja auch Spielzeug. Und Papa, du hast das Allerwichtigste vergessen. Ich brauche doch auch noch was zum Spielen. Stimmt, aber hier habe ich schon mal jetzt einen Fressnapf. Ja, das ist sehr gut. Aber Papa, die Farbe schon wieder. Ja, der ist blau. Nee, ich will aber rosa. Ja, ich habe aber kein Rosa hier. Ja, bei den aber alles hast du in Blau. Das ist Zufall. Vielleicht gibt's unten eine Haustierhütte, das wäre ja draußen. Vielleicht noch aber hier ein Wassernapf. Ein Wassernapf, den kann ich immerhin in Weiß machen. Also, ich glaube, ich werde wirklich sauer. Och, das tut mir leid. Ich habe leider nichts anderes. Was? Du wolltest ein Buch. Ja. Okay, was haben wir denn? Hier ist ein Buch. Vielleicht brauchen wir auch einen Fernseher, dass wir vielleicht auch mal Fernsehen schauen können. Oh, ein Buch. Aber das ist ja schon wieder blau! Ja, es gab... Manu! Hättest du lieber ein grünes Buch gehabt? Nein. Das ist ja noch schlimmer. Ja, guck. So. Dann habe ich hier jetzt noch ein Bücherregal ganz hingestellt. So, das Buch können wir auch erstmal hier auf den Tisch stellen. Noch ein paar andere Farben. Lila mag ich auch ganz gern. Und Orange und Rot. Naja. Okay, dann jetzt ein Fernseher. Suche ich mal. Okay, vielleicht ist ja das was für dich. Das ist altrosa, der Tisch. Ganz bestimmt. Wo denn? Da bin ich ja mal gespannt. Oh. Oder nicht? Doch, der hat gerade rosa geleuchtet. Aber jetzt leuchtet der wieder gelb. Was soll das? Huch. Kannst du das wieder rosa machen? Bitte, was? Papa. Ich hab doch gar nichts geändert. Was meinst du denn? Ach so, die Farbe ändert sich einfach dann automatisch von alleine. Welche Farbe denn? Hier am Fernseher. Da waren gerade unterschiedliche Farben. Okay. Das Blau, dann grün, dann pink. Und jetzt ist es einfach nur weiß. Ich habe hier noch ein paar Blumen. Die können wir hier noch daneben stellen. Sind ja auch Familie Blume. Die sind rot. Das ist... Ach, jetzt ist er wieder rosa. Jetzt sehe ich es auch. Nun gut.
Was hattest du noch gesagt? Was jetzt noch? Ist es Spielzeug? Schön pink. Wow! Super! Das ändert die ganze Zeit ihre Farben. Aber Hauptsache, wir haben es auch mal pink. Und die Blume gefällt mir auch sehr gut. Familie Blume. Yay! So, ich habe jetzt Spielzeuge gefunden. Aber wir können ja vielleicht auch mal die Wände ein bisschen neu einstreichen. Ja, und du weißt, in welcher Farbe wir sie streichen, gell? Ja, selbstverständibus. Vielleicht ja... was gibt's denn hier für schöne Farben und Motive? Oh, das finde ich schön. Dieses blaue Wellenmuster. Nein! Papa! Das geht gar nicht! Geht gar nicht? Warum das denn nicht? Gar nicht! Das ist doch schön. Das ist schon wieder nur so blau! Und also außerdem sind wir Familie Blume. Ich wollte eine Wand mit Blumen, aber in rosa. Mensch, Papa! Ich guck mal. Vielleicht... das? Ja, viel besser! Viel besser! Aber jetzt ist ja im Schlafzimmer und hier alles pink. Ja, oder... Aber gut, dafür sind natürlich die Möbel blau. Viele. Das gleicht sich dann ja wieder aus. Gibt es denn vielleicht noch eine Wandfarbe, wo da Blümchen drauf sind? Oh, ich hab was. Da sind Blätter drauf und blaue und rosane. Da könnten wir doch beide glücklich werden. Da bin ich. Ja, das ist perfekt, Papa. Sehr gut. Wow. Das Problem ist nur, die Tapete war so teuer, dass ich jetzt nur noch 10 Dollar habe. Oh, da sind wir einfach pleite. Dann müssen wir vielleicht die restliche Einrichtung noch mal ein anderes Mal fortführen. Und vorher muss ich dann wohl noch mal in der Pizzeria arbeiten gehen. Ja, aber Papa, schau mal. Wir haben schon so viele tolle Sachen. Also ich bin schon richtig glücklich mit unserer Einrichtung. Und du? Ich bin an sich auch glücklich. Also ich finde, das sind viele schöne blaue Sachen. Für dich dann auch pinke Sachen. Die Tapete repräsentiert uns ja wohl richtig toll. Also es sieht definitiv schon besser aus als vorher. Und mir ist aufgefallen, hier im Schlafzimmer... du schläfst ja eigentlich da, wo Bella gerade schläft. Und da ist ja auch ein Bett für mich. Ich hätte einfach im Bett schlafen können. Statt auf dem Sofa. Papa, also eigentlich alles passiert. Gut. Jetzt frage ich mich nur, wo Mauzi hin ist. Ja, Mauzi ist halt immer noch unterwegs. Ja, dann würde ich sagen, können wir uns doch jetzt erstmal einen schönen gemütlichen Tag machen. Ich gehe nachher noch ein bisschen arbeiten und dann können wir die Einrichtung fertig machen, oder? Ja, Papa, auf jeden Fall. Ich lese jetzt erstmal ein Buch. Und ich hau mich vor den Fernseher. Hey Leute, vielen Dank, dass ihr das Video geschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr auch keine weiteren Abenteuer von Papa Felix und Baby Dia verpasst. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!